Die Raumfahrt-News in unter 60 Sekunden. Blue Origin bekommt von NASA Startauftrag für Mars-Mission. Bundesregierung erhält Bericht über Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Raumfahrt. NASA nennt Wünsche für kommerzielle ISS-Nachfolger. Saudi-Arabien startet dieses Jahr erste Frau zur ISS. Neue Details zum nächsten Kühlflüssigkeitsleck an der ISS, diesmal an einer russischen Progress. SpaceX hat die alten Bohrplattformen Phobos und Deimos verkauft, weil sie doch nicht geeignet waren. Und in NASA-Kalender taucht potenzielles Starship-Startdatum auf und verschwindet ganz schnell wieder. Ja, das und noch viel mehr mit allen Hintergründen in voller Länge nur auf YouTube in den Senkrechtstarter Raumfahrt-News. Fangen wir erstmal mit den Starts der vergangenen Woche an. Am Sonntag, den 12. Februar, hat SpaceX von Cape Canaveral seine Falcon 9 mit Starlink-Internetsatelliten gestartet. Startzeit war 5.42 Uhr MEZ. Es hat nicht sollen sein. Der Jungfernflug der japanischen H3 wurde nach der Zündung des Haupttriebwerks abgebrochen. Noch ist über den Abbruchgrund nichts bekannt. So kurz vor der Zündung der Feststoffbooster liegt die Vermutung nahe, dass es ein von der Flugsteuerung ausgelöster Abbruch war. Nicht super, aber Rakete ist noch da. Vielleicht war es nur ein falscher Parameter der Software oder ein Fehler, der sich eben beheben lässt. Sobald ich mehr über den Abbruchgrund weiß, sage ich euch natürlich Bescheid. Sehr positiv aufgefallen ist mir die Telemetrie und die Timeline-Einblendung des offiziellen Livestreams. Am Freitagabend um 20.44 Uhr MEZ hat SpaceX von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien eine weitere Ladung Starlink-Satelliten gestartet. Die Satelliten wurden erfolgreich ausgesetzt und der Booster B1063 absolvierte seine 9. Landung und damit die 98. Booster-Landung für SpaceX am Stück. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, sollte der Inmarsat-Start von SpaceX bereits erfolgt sein. Geplante Startzeit war Samstag, der 18. Februar, die Startzeit 4.38 Uhr MEZ. Gestartet wurde der von Airbus gebaute geostationäre Inmarsat 6 Kommunikationssatellit. Gestartet ist die Falcon 9 von Cape Canaveral aus. Die NASA hat Blue Origin einen Startauftrag für die Mission Escape and Pleasant Acceleration and Dynamics Explorers erteilt, kurz ESCAPADE. ESCAPADE wird mit der nächsten Blue Origin-Rakete New Glenn von Cape Canaveral in Florida ausstarten. Hier baut Blue Origin ja seine Produktions- und Startanlagen für die New Glenn-Rakete am Space Launch Complex 36 auf. Der Start ist aber erst für Ende 2024 geplant. ESCAPADE wird die Magnetosphäre des Mars, den magnetisierten Bereich des Weltraums um den Planeten, mit zwei identischen kleinen Raumsonden untersuchen. ESCAPADE wird etwa 11 Monate brauchen, um nach Verlassen der Erdumlaufbahn am Mars anzukommen, wobei die Raumsonden mehrere Monate damit verbringen werden, ihre Umlaufbahn anzupassen. Die Untersuchung verschiedener Magnetosphären ermöglicht den Wissenschaftlern ein besseres Verständnis des Weltraumwetters, ja, das Astronauten und Satelliten auf ihren Umlaufbahnen um die Erde und bei der Erforschung des Sonnensystems schützen kann. Ganz interessant, dass die NASA hier ein ganzes Programm von Sonden hat, deren Verlust nicht so schwerwiegend wäre wie jetzt zum Beispiel von James Webb. Ja, durch die Abstriche, die hier bei der Missionssicherheit für den Start gemacht werden, tragen die hochflexiblen Startverträge dazu bei, den Zugang zum Weltraum durch niedrigere Startkosten zu erweitern. Während in Europa mancher Lobbyist nach mehr Fokus auf einzelne Unternehmen schreit, baut die NASA schon die dritte Generation von Startanbietern auf. Die gleiche Strategie fährt auch das amerikanische Verteidigungsministerium, das sich zwar zu seinen beiden Hauptauftragnehmern für Startdienstleistungen, also SpaceX und ULA, bekennt, aber eine zweigleisige Strategie fährt. Ja, auf diesem zweiten Gleis unterstützt es solche Firmen mit Startaufträgen, die zwar nicht alle Anforderungen des Verteidigungsministeriums erfüllen, aber zur Redundanz an Startkapazitäten und Infrastruktur führt. Wenn es ein Problem mit einer Rakete oder einer Startanlage gibt, kann dann gewechselt werden. Apropos Wettbewerbsfähigkeit, die Expertenkommission Forschung und Innovation, kurz EFI, hat diese Woche ihren alljährlichen Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit an Bundeskanzler Olaf Scholz übergeben. Warum erwähne ich das hier? Ja, weil dieses Jahr ein Fokus auf Raumfahrt gelegt wurde. Auch wenn das Thema für den einen oder anderen staubtrocken anmuten mag, gehe ich davon aus, dass es einen massiven Einfluss auf die deutsche Raumfahrt haben wird. Die letzte Raumfahrtstrategie der Bundesregierung stammt aus dem Jahr 2010. Da kann man im Jahr 2023, glaube ich, getrost sagen, dass dessen Ausdrucken wahrscheinlich Papierverschwendung wäre. Wie heißt es so schön? Ja, was bringt dir der detaillierteste Stadtplan von der falschen Stadt? Also eine neue Strategie ist lange überfällig. Ja, und dementsprechend viel Einfluss wird dieser neue Bericht vermutlich haben. Ich konnte mit dem Vorsitzenden der Expertenkommission, Professor Kantner, sprechen über das Thema deutsche Raumfahrt zwischen Old und New Space. Verlinke ich dir zusammen mit dem Bericht unter dem Video. Wenn du regelmäßig Senkrechtstarter schaust, weißt du es schon, ja, die ISS steht vor dem Aus. Nicht morgen und wenn es gut läuft, erst 2030.
Aber die ISS hat definitiv mehr Zeit hinter sich als vor sich. Ja, und die NASA will keine eigene Station mehr, sondern wäre gern lieber Mieter. Dafür hat die NASA jetzt zwei Papers mit Anforderungen an eine solche neue Station veröffentlicht. Ja, das eine Paper enthält neue Details darüber, welchen Bedarf die NASA hat, um dort Forschung zu betreiben. Ja, und das zweite umreißt, wie sich die NASA die Zusammenarbeit mit privaten Betreibern vorstellt. Erstmal zum Bedarf. Ja, insgesamt rechnet die NASA mit einem Bedarf von 3000 bis 4000 Stunden Besatzungszeit und Platz für zwei NASA-Astronauten auf der Station pro Jahr. Für die zu erwartenden 130 bis 230 Experimente innerhalb der Druckkabine müssten Lagerraum von 24 Kubikmetern vorhanden sein und 42 Kilowatt an elektrischer Leistung. Zusätzlich gibt es Bedarf an elektrischer Leistung an Montageplätzen außen an der Station. Ja, jährlich würde eine Transportleistung von 5 Tonnen Fracht zur Station und 2 Tonnen Fracht von der Station zurück zur Erde benötigt. Nicht uninteressant, die NASA benötigt nicht explizit eine Luftschleuse für Außeneinsätze. Betreiben würde die Station dann aber explizit private Astronauten, keine NASA-Astronauten. Das sind natürlich nur erste Minimalanforderungen, aber man kann schon erkennen, dass die NASA offensichtlich nicht mit einem großen eigenen Bedarf an Raumstationsfähigkeiten im niedrigen Erdorbit mehr rechnet. Man bricht auf zu neuen Horizonten. Meine Meinung zu den kommerziellen Stationen, ja, das ist der konsequente nächste Schritt und es ist längst Zeit, dass sich die Agenturen neue Herausforderungen suchen. Für die in Deutschland aufgebauten Fähigkeiten und Kontrollzentren wird der Wechsel zur kommerziellen Station aber zu einer echten Herausforderung. Ja, die europäische Politik wird sich wohl eher nicht dazu bereit erklären, Services bei amerikanischen Privatunternehmen einzukaufen. Und amerikanische Privatunternehmen wiederum würden, glaube ich, auch wohl eher nicht ihre Astronauten in Europa ausbilden. Zumindest nicht, wenn man ihnen nicht hier einen roten Teppich ausrollt. Auch das wohl eher schwer vorstellbar. Ein Land, das offensichtlich überhaupt kein Problem damit hat, amerikanischen Unternehmen Geld zu geben und dank unseres Konsumverhaltens auch genügend davon hat, ist Saudi-Arabien. Die Regierung Saudi-Arabiens hat die beiden Astronauten bekannt gegeben, die in diesem Frühjahr im Rahmen einer privaten Astronautenmission von Axiom Space zur internationalen Raumstation fliegen werden. Wie die saudische Raumfahrtkommission am 12. Februar mitteilte, werden, entschuldigt meine Aussprache, Rajana Banavi und Ali Al-Karni an der Axiom 2 Mission zur ISS teilnehmen, die frühestens im Mai mit einem SpaceX Crew Dragon Raumschiff starten wird. Sie werden zusammen mit der Kommandantin der Mission und Axiom-Angestellten, der ehemaligen NASA-Astronautin Peggy Whitson und einem Kunden John Schaffner an der Mission teilnehmen, die dann 10 Tage auf der Station verbringen soll. Zwei weitere saudische Astronauten, Mariam Fardous und Ali Al-Mahdi, werden als Ersatzleute für die Mission trainieren. Alle 4 Astronauten sind Teil eines neuen Astronautenprogramms, das die saudische Raumfahrtbehörde im vergangenen September angekündigt hatte. Ja, 2 Frauen, 2 Männer, da ist den Saudis definitiv ein PR-Coup gelungen. Banavi und Al-Bani werden der 2. und 3. Mensch mit saudischer Staatsbürgerschaft sein, die ins All fliegen und Banavi wird die 1. saudische Astronautin sein. Kurz noch einmal erwähnt, 13 deutsche Raumfahrer bei 18 Raumflügen, ja und keine einzige Frau. Und die von der ESA gerade nominierte deutsche Amelie Schönwald und Nicola Winter könnten zwar wie Matthias Maurer Deus Ex Machina nachnominiert werden, Teil des ESA-Astronautentrainings sind sie aber bisher noch nicht. Kurz nochmal zu Axiom. Ja, das durchführende Unternehmen Axiom möchte eine kommerzielle Raumstation im erdnahen Orbit aufbauen. Axiom möchte mehrere kommerzielle Module an der ISS installieren, die dann später abdocken und den Kern einer eigenständigen Raumstation bilden. Während bei der Mission Axiom 1 3 Privatpersonen sowie der Axiom-Mitarbeiter und ehemalige NASA-Astronaut Michael Lopez Alegria mitgeflogen sind, ja, und man da vielleicht zu Recht von einem Joyride sprechen kann, ist jetzt also auf Axiom 2 nur eine Privatperson dabei. Und das soll auch für die nächsten Flüge Axiom 3 und 4 wohl weiter so werden. Die vorhin angesprochene Privatisierung der Astronautenausbildung hat also schon längst begonnen. Einen kleinen Vorgeschmack darauf, was Kommerzialisierung bedeutet, der Polaris Dawn-Flug von Milliardär Jared Isaacman, der ja Ende diesen Jahres als erster einen privaten Außenbordeinsatz durchführen soll. Wie jetzt bekannt wurde, wird die Crew von Polaris Dawn eine Outdoor-Uhr der amerikanischen Marke Garmin nutzen. Mehr Outdoor als ein Außenbordeinsatz geht, glaube ich, wirklich nicht. Also hier wirklich auch ein PR-Coup. Kommen wir zu den ISS-News. Nachdem bereits am 15. Dezember 2022 plötzlich Soyuz MS-22 durch ein Leck im Kühlmittelkreislauf sämtliches Kühlmittel verloren hat, ganz ähnlich jetzt am Samstag, den 11. Februar 2023 mit dem Progress-Raumschiff MS-21. Achtung, hier ist nicht die gerade erst gestartete Progress gemeint, sondern eine weitere, die bereits seit dem 28. Oktober 2022 an dem russischen Modul Poisk angedockt ist. Da die MS-Missionskürzel bei Progress und Soyuz etwas verwirrend sein können, ist zur Unterscheidung vielleicht die auch von der NASA genutzte Baunummer Progress 82 hilfreich.
Anders als am 15. Dezember bei der Soyuz, wo plötzlich auf den Außenkameras der ISS im Livestream sichtbar aus einem Loch im Radiator der Soyuz Kühlmittel herauslief, ereignete sich die unplanmäßige Entleerung des Kühlmittelkreislaufs der Progress MS-21 ohne sichtbaren Schneesturm. Am Dienstag, den 14. Februar, wanderte dann der kanadische Roboterarm der ISS bis zum russischen Segment und untersuchte dort die Progress. Erste Analysen konnten jedoch bei der Progress im Gegensatz zur lecken Soyuz keine äußere Beschädigung feststellen. Bei kürzlich von Roskosmos veröffentlichten Bildern von ähnlichen Untersuchungen der Soyuz-Kapsel mit dem Canadarm 2 kann man ein kleines Loch und um dieses eine dunkle Verfärbung erkennen. Experten bei Roskosmos als auch bei der NASA werten dieses Loch als Treffer eines Mikrometeoriten. Ein vergleichbares Loch oder eine Verfärbung konnte bei der Progress hingegen nicht gefunden werden. Da nicht auszuschließen ist, dass beide Vorkommnisse auf ein derzeit noch nicht verstandenes technisches Versagen zurückzuführen sind, wurde eine Notfallkommission bei Roskosmos eingerichtet, die diese Vorfälle untersuchen soll. Infolge dieser Ereignisse wurde auch der Start der unbemannten Ersatz-Soyuz MS-23, der ursprünglich für den 20. Februar vorgesehen war, verschoben. Als neuer Starttermin ist der 24. Februar vorgesehen. Diese Verzögerung ermöglicht zusätzliche Untersuchungen an der Soyuz, um somit wirklich sicherzugehen, dass mit dieser Soyuz alles in Ordnung ist. Da die Betankung der Soyuz MS-23, die jetzt da gestartet werden soll, in Baikonur jedoch bereits begonnen hat, muss der Start spätestens am 10. März erfolgt sein. Bereits vor dem Vorfall war geplant, die Progress MS-21 am 18. Februar von der ISS abzudocken und im Anschluss über dem Südpazifik verglühen zu lassen. Das Abdocken der Progress MS-21 ist für 3.26 Uhr MEZ am frühen Samstag, den 18. Februar, geplant und sollte bereits erfolgt sein, wenn die News dann am Sonntagmorgen erscheinen. Bisschen schade mit dem Verglühen, da kann man die Progress natürlich nicht mehr nachträglich auf der Erde untersuchen. Könnt ihr euch noch an die schwimmenden Start- und Landeplattformen Deimos und Phobos erinnern? Ja, die gibt's nicht mehr, beziehungsweise sie gehören nicht mehr SpaceX, wie SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell erklärte. Es seien nicht die richtigen Plattformen für SpaceX gewesen. Zwar rechne SpaceX weiter mit einer hohen Startrate und benötige dafür, so Shotwell, eine Menge an Startanlagen und langfristig wohl auch seegestützte Plattformen, aber der aktuelle Fokus liege darauf, das Starship fliegen zu lassen, und zur Einsatzreife zu bringen. Apropos Einsatzreife, diese Woche machte ein Screenshot eines NASA-Kalenders auf Twitter die Runde. Dort war von einem möglichen Starttermin für den ersten Starship-Orbitalflug am 11. März die Rede. Ein Platzhalter war dort vorgemerkt. Der ist mittlerweile verschwunden, und der 11. März, den fände ich aktuell doch ziemlich sportlich. Aber man sollte diese Posts im Auge behalten. Hintergrund, die NASA interessiert dieser Starship-Flug nicht nur, weil die NASA mit dem Starship im Artemis-Programm Astronauten auf dem Mond landen möchte, sondern der Flug des Starships soll ja mittels NASA-Höhenforschungsflugzeuge beobachtet werden. Speziell geht es da um das Hitzeschild. Die dafür eingesetzten WB-57 ist mit 60.000 Fuß in der Lage, fast doppelt so hoch zu fliegen wie die Reiseflughöhe von normalen Verkehrsflugzeugen und ist zudem mit Infrarotkameras ausgestattet, um wiedereintretende Raumfahrzeuge gut beobachten zu können. Also die Vermutung liegt sehr nahe, dass damit tatsächlich der Wiedereintritt und das Hitzeschild des Starships untersucht werden soll. Vielleicht geht es aber auch um die erste Startphase des Starships und speziell da den Boosterflug und vielleicht auch seine Rückkehr. Wie ernst es der NASA mit dem Starship ist, kann man auch an den Glückwünschen des NASA-Administrators Bill Nelson erahnen. Darin sagt Bill Nelson, dass es großartig ist zu sehen, wie SpaceX mit dem Starship Hotfire-Test einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Und dass Starship ein wesentlicher Bestandteil für die Mond- und Mars-Architektur der NASA sei. Und der Erfolg von SpaceX ein Erfolg für die NASA und für die gesamte Welt ist. Ich hatte es euch eigentlich für diese Woche versprochen und es mir dann kurzfristig anders überlegt. Nächste Woche erwartet euch aber mit Sicherheit mein Video über den Start- und Fangturm von SpaceX mit dem Namen Mechazilla. Bis dahin gern nochmal mein Video über die vollständige Wiederverwendung des Starships anschauen, dann bist du definitiv perfekt vorbereitet, verlinke ich dir unter dem Video. Ich lehne mich mal wieder weit aus dem Fenster, näher dran als der erste Orbitalflugversuch des Starships sind noch die Starts der kommenden Woche. Am Donnerstag, den 23. Februar, möchte SpaceX mit seiner Falcon 9 eine weitere Ladung Starlink-Internetsatelliten starten. Startplatz ist Cape Canaveral und Startzeit ist 2.59 Uhr MEZ. Wie eben bereits angekündigt, will Roskosmos am 24. Februar die Soyuz MS-23 ohne Crew zur ISS starten und der dort gestrandeten Crew von MS-22 eine gesicherte Heimreise ermöglichen. Geplante Startzeit ist Freitag, der 24. Februar um 1.34 Uhr MEZ. Gestartet wird natürlich mit einer Soyuz 2.1A-Rakete von Baikonur in Kasachstan aus.
Mid-Crew dagegen möchte SpaceX zur ISS starten, beziehungsweise die NASA, die für den Flug bezahlt. Am Sonntag, den 26. Februar, soll Crew 6 mit dem Crew Dragon auf einer Falcon 9 zur ISS starten. Startplatz natürlich Kennedy Space Center mit Pad 39A und das Ganze um 8.07 Uhr MEZ. Dir hat's wieder gefallen? Ja, Like nicht vergessen. Du bist neu hier und willst weitere Neuigkeiten aus der Raumfahrt nicht länger verpassen? Ja, dann unbedingt Senkrechtstarter abonnieren, denn nur auf Senkrechtstarter gibt's ja jede Woche mit den News die Neuigkeiten aus der Raumfahrt und mit den Technik-Episoden Hintergrundwissen für dich, wie die beeindruckende Technik hinter Raketen eigentlich funktioniert. Ich kann es ja kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment. Wenn es dir genauso geht, Like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.